Ein neues Video zum Thema Temptation Island VIP und heute geht es um ein Q&A. Das wurde von Michelle veröffentlicht und kurze Zeit später gab es auch nochmal einen relativ krassen Vorwurf so gegen die Produktion. Und was genau passiert ist und was sie ja, in diesem Q&A alles beantwortet hat, das werde ich euch heute zeigen. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid und heute kriegen wir nochmal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Ja, ich freue mich auf euer Feedback, auf viele Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich die Kritik an der Staffel zur Kenntnis nehme, dass viele Leute immer sagen, ich lese das auch immer bei Instagram, oh, das ist ja langweilig, da ist gar nichts passiert. Ich muss jetzt mal fairerweise sagen, ich finde immer so, das Spannungslevel bei Temptation Island ist immer relativ niedrig und das, was man im Trailer sieht, ist eigentlich auch schon das Wichtigste, was irgendwie in der Sendung passiert. Also ich finde, dass die Folgen jetzt generell nie richtig krass sind, aber was mir halt wirklich super viel Spaß macht, ist halt dieses Ganze, was drumherum passiert. Ja, wenn sich Hinz und Kunz quasi nochmal äußert und wenn einfach dieses Bild so ein bisschen runder wird oder wenn man vielleicht auch schon so ein paar Spoiler rauslesen kann, das macht dieses Format ehrlich gesagt für mich aus. Ich glaube, wenn es das nicht geben würde, dann würde ich es vielleicht auch gar nicht so gucken. Und Michelle hat auch nochmal ein Q&A gemacht. Das möchte ich euch auch generell nochmal so ein bisschen zeigen. Ihr kennt meine Meinung zu Michelle. Ich mag sie sehr gern, aber für mich ist diese Beziehung einfach, keine Ahnung, eigentlich schon ganz, ganz lange vorbei. Und es wurden ihr aber auch ein paar interessante Fragen gestellt. Zum Beispiel, wie sie wahrscheinlich auf verschiedene Situationen reagiert hat, warum sie bestimmte Situationen nicht gut fand. Keine Ahnung, warum sie zum Beispiel Sandra und Flocke nicht irgendwie versucht haben abzuhalten. All diese Themen werden besprochen. Und danach gibt es auch nochmal so einen kleinen Fake-Vorwurf, den ich auch irgendwie interessant und tatsächlich auch relevant finde. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt jede einzelne Frage, die gestellt wurde, auseinandernehme, zeige ich euch erstmal das, was Michelle in dem Zusammenhang des Q&As beantwortet hat. Nee, Leute, also worüber sollte ich mich denn da freuen? Es sollte doch gar nicht erst so weit kommen, dass so ein Gespräch notwendig ist. Also wisst ihr, wie ich meine? Da weiß man ja schon, dass alle Grenzen überschritten wurden, wenn so ein Gespräch notwendig ist. Wenn ein Vergebener nach einer Verführerin sagen muss, ey, jetzt geht's mir doch zu weit, ey, jetzt die letzten Tage möchte ich doch meine Ruhe haben. Wie gesagt, so weit soll es halt einfach gar nicht kommen. Deswegen, da gibt's nichts, worüber ich mich freuen könnte. Da habe ich ehrlich gesagt gar keine richtige Erklärung dazu. Wäre auf jeden Fall korrekt gewesen, wenn jemand von uns hingegangen wäre und gesagt hätte, hey Sandra, das kommt richtig für die Bilder, passt ein bisschen auf. Aber wir waren halt auch alle komplett betrunken, wie man auch merkt. Also wir haben uns ja auch jeden Tag die Kante gegeben dort. Und man sieht ja auch, wie ich in der Folge zum Beispiel das voll lustig finde, dass ich lache ja irgendwie die ganze Zeit, obwohl es ja eigentlich keine witzige Situation ist. Und trotzdem habe ich irgendwie die ganze Zeit drüber gelacht. Da merkt man auch, dass ich nicht ganz nüchtern war und es irgendwie nicht ganz ernst genommen habe. Ja. Also ist jetzt halt so, wie es ist. Ist eine blöde Situation gewesen und blöd gelaufen. Ich bin sehr froh, dass diese Frage gekommen ist. Dazu wollte ich sowieso noch was sagen, weil ich da wirklich Sandra zu 1000% verstehen kann. In der Situation hat sie eine Schutzmauer aufgebaut und wurde eiskalt. Genau so hätte ich auch reagiert. Wenn da so 10 Typen auf einen einreden und sagen, dass man irgendwas falsch gemacht hat und es eh gerade so ein wunder Punkt ist bei einem, dann wird man einfach eiskalt. Man schaltet einen Knipser in sich um, weil man diese Schutzmauer um sich baut. So, man will sich nicht angreifbar machen und deswegen, das war ja offensichtlich, dass sie das nicht so kalt gemeint hatte, sondern es nur so gesagt hat, weil sie sich damit einfach schützen wollte und sich selber verteidigen wollte. Mir ging es vor der Show gut, mir ging es nach der Show gut, aber ich würde sagen, jetzt geht es mir sogar noch besser. Ja, mehr kann ich ja jetzt ein, zwei noch nicht verraten. Leute, es ist Temptation Island und jeder weiß, wie Temptation Island funktioniert. Da bekommt man nicht random gute Bilder beim Lagerfeuer. Das würde das ganze Konzept komplett stören. Natürlich kriegt man nur die schlechten Bilder. Also egal, wie gut man sich bei Temptation Island verhält, wenn man eine Sache schlecht macht oder falsch macht, dann wird nur diese Sache dem Partner gezeigt und nicht die 100 anderen guten Dinge. Naja, Einsicht sei dahingestellt, was er jetzt wirklich eingesehen hat und was nicht. Grundsätzlich ist Einsicht natürlich immer was Gutes, ne? Wenn man Einsicht zeigt und irgendwie ein bisschen reflektieren kann teilweise. Aber manchmal kommt es halt auch einfach zu spät. Und ob es noch rechtzeitig genug war, die Einsicht, oder zu spät,
werdet ihr beim letzten Lagerfeuer sehen oder bei der Wiedersehensshow. Okay, meine Lieben, so viel dazu, ja. Und jetzt wird es sehr interessant, weil das ist ein Vorwurf, der jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt neu ist, der vielleicht auch nicht unbedingt überraschend ist, aber scheinbar für Michelle so relevant war, dass sie das Bedürfnis hatte, sich dazu zu äußern und das anzusprechen. Bevor ich was dazu sage, würde ich sagen, zeige ich euch erstmal ganz kurz, was ihr konkreter Vorwurf gegen die Sendung war. So Leute, ich wollte mich ganz kurz zu Wort melden bei euch. Ich habe ja letzte Nacht auch die neueste Temptation VIP-Folge geguckt, die 9. und wollte einfach dazu ein bisschen was loswerden, weil ich ein bisschen enttäuscht davon bin, dass mein Lagerfeuer so krass gekürzt wurde. Da wurden essentielle Sachen weggeschnitten, Bilder, die ich bekommen habe, die man jetzt bei der Ausstrahlung gar nicht gesehen hat, dass ich die bekommen habe oder dass die überhaupt passiert sind. Die auch ein bisschen mehr erklären würden, warum ich weggelaufen bin, geheult habe, ausgerastet bin. Nicht nur wegen dieser Kussszene, sondern wie gesagt, weil ich einfach viel mehr noch gesehen habe und ich kann mich zum aktuellen Zeitpunkt dazu nicht richtig äußern. Ich sage nur Stichwort Duschszene, dies, das. Ich hoffe, ich kann mich bei der Wiedersehensshow oder sonst wann zum anderen Zeitpunkt dazu detaillierter äußern. Ich wollte es einfach nur gesagt haben und loswerden, dass da mehr war, als ihr gesehen habt. Also generell muss man sagen, dass es jetzt natürlich keine Überraschung ist, dass es einfach Szenen gibt oder dass es super viele Momente gibt, die einfach nicht gezeigt werden, warum auch immer, oder dass es viele Momente gibt, die vielleicht auch verfälscht werden oder es auch einfach um den Aspekt geht, dass man auch gar nicht alles zeigen kann, weil die Sendung ja 45 Minuten hat. Und man muss natürlich irgendwie auch sagen, Tommy hat in dem Q&A schon mal beantwortet, dass er gesagt hat, dass sie zum Beispiel am Lagerfeuer viel mehr Bilder bekommen als das, was wir sehen. Das deckelt sich jetzt natürlich auch mit dem, was Michelle gezeigt bekommen hat. Und das ist natürlich immer eine Ermessensfrage zu entscheiden, was ist relevant für den Verlauf der Sendung, was ist nicht so relevant. Ne? Das kann gut sein, es kann schlecht sein. Gibt es auch noch diese Vorwürfe von Alex. Aber generell muss ich jetzt fairerweise sagen, dass das, was wir in Folge 9 gesehen haben, mich jetzt nicht so überrascht hat, dass die Michelle aufgestanden ist. Also ich meine, laut ihrer Schilderung gab es da noch viel krassere Sachen, die gezeigt wurden. Wir haben ja letztendlich nur das mit dem Kuss gesehen, wo sie jetzt aus ihrer Perspektive nicht wusste, ob das jetzt ein echter Kuss auf den Mund war oder ob das irgendwie nur ein Kuss auf die Wange war. Aber ich konnte das ehrlich gesagt in der Situation schon nachvollziehen, dass sie erstmal aufgestanden ist, gegangen ist und das für sie sehr ernüchternd war, das zu sehen. Aber ja, scheinbar hatte sie das Gefühl, dass es überspitzt dargestellt wurde, was ich jetzt so tatsächlich nicht im Gefühl hatte, aber man sieht sich ja auch selber immer anders. Ne? Insofern will ich ihr das jetzt auch gar nicht vorwerfen, aber ich dachte, es ist auf jeden Fall wichtig genug, gerade im Zusammenhang mit dem, was sie vorher im Q&A gesagt hat, das einfach nochmal zu thematisieren. Alex hat ja auch gesagt, dass er eine ganz andere Motivation hatte, zum Beispiel, warum er wollte, dass bestimmte Bilder der Produktion nicht gezeigt wurden. Dazu habe ich aber schon ein separates Video gemacht, könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken. Und jetzt bin ich mal gespannt auf euer Feedback. Erstens, was sagt ihr generell zu dem Thema? Sollte man sich als Kandidatin immer in das Geschehen von den anderen einmischen? Also sagen so, boah, du gehst jetzt hier gerade zu weit, mach das lieber nicht. Oder würdet ihr ja sagen so, okay, low-key, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Und was sagt ihr generell zu diesem Vorwurf in Anführungsstrichen, der ja irgendwie reell ist, dass bestimmte Szenen einfach nicht gezeigt wurden, gerade beim Lagerfeuer, und dass sie verärgert ist? Wobei ich auch ehrlich sagen muss, gerade beim Lagerfeuer kann ich das schon noch so ein bisschen nachvollziehen. Ne? Also, dass man den Tagesablauf nicht komplett zeigen kann oder so, ist auch irgendwie klar. Ehrlich gesagt, passiert auch nicht so viel. Aber ich finde beim Lagerfeuer, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die 20 Minuten lange Videos gezeigt bekommen. Und mir ist auch klar, dass die Szenen, die sie gezeigt bekommen, wahrscheinlich auch gar nicht so krass zusammengeschnitten sind, so wie wir das sehen, weil einfach gar nicht die Zeit war, das so aufzubereiten. Aber das könnte man ja ein bisschen tunen und trotzdem komplett alles zeigen, aber weil ich glaube, dass es jetzt nicht so viele Minuten sind. Schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Ich verabschiede mich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.